Hey Mercedes? Ja, bitte? Hey Siri? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Marty, wir sitzen noch im Mercedes. Oh, stimmt, habe ich ganz vergessen. Oh, die Kamera ist ja schon an. Die Kamera schon an. hallo Leute, hier, liebe Mercedes-Fans-Freunde. Hier ist wieder euer Marty Magröll, Produktexperte im Autohaus Andres Oranienburg. Und neben mir, oder eher gesagt hinter mir, sitzt die... Lina Köller, ich bin mittlerweile Nachwuchsverkäuferin in Ausbildung. Genau, und ist im Autohaus Prenzlau tätig. Ne? Was haben wir heute mit euch vor? Und zwar wollen wir heute mal so eine kleine Challenge machen. Lina und ich haben uns jeweils Fragen vorbereitet, die wir MBOX stellen wollen. Und je nachdem, wer die bessere Antwort bekommt, kriegt natürlich Punkte dafür. Und um was geht's denn eigentlich heute? Um das heutige Mittagessen. Also wer gewinnt, muss dem anderen natürlich oder kriegt von dem anderen das Mittagessen spendiert. Also es geht heute um einiges hier. Ja? Ihr werdet auf jeden Fall merken, wir haben diese ganze Sache zweimal abgedreht, weil wir wollten auch euch mehrere Antwortmöglichkeiten, die MBUX dann schlussendlich zu der Frage sagt, präsentieren. Und in dem Zuge könnt ihr gleich auch mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr denn für Antworten von MBUX bekommen zu der gleichen Frage. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also wundert euch nicht, dass wir zwei Antworten ineinander reingeschnitten haben. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ladies first. Lina, du darfst beginnen. Ja, danke. Was denkst du denn, Marty? Wie viele hast du drauf? Wie viele schaffst du? Ich denke mal so auf 5, 6 komme ich schon. Ne? Ja? Also 5, 6 habe ich so im Kopf. Wie viele sind es bei dir? Ich denke, auch 5 würde ich auch hinbekommen. Na, dann leg mal los. Pass auf, ich fange mal an. Ja. Hallo Mercedes. Also falls ihr euch wundern solltet, ja, warum ab und zu mal die Sprachsteuerung bei Lina hinten nicht funktioniert. Normalerweise sitzt man ja als Fahrer vorne, ja, und kann dann mit MBUX interagieren. Und da die Mikrofone hier links und rechts oben am Dachhimmel verbaut sind, würdest du mich natürlich besser verstehen. Als mich halt von hinten. Hallo Mercedes? Ja, bitte? Wer ist dein Vater? Viele Designer und Ingenieure. 1:0 würde ich sagen. Viele Designer und Ingenieure, ja, ist eine gute Antwort, ne? Also wäre lustig gewesen, hätte sie gesagt Darth Vader auf jeden Fall. Aber lass mal. Darth Vader ist das jedenfalls nicht. Oh. Ah, geil! Ah, cool. Ich habe in dem Video davor irgendwas von Darth Vader danach gesagt, ne? Und jetzt hat das einfach gemacht, ne? Ich sag nur, intuitive Sprachsteuerung mit künstlicher Intelligenz, ja? Was soll ich sagen? ich mach mal weiter. Hey Mercedes? Ja, bitte? Erzähl mir einen Witz. Beziehungsgespräch eines intellektuellen Paares. Sie, wir sollten mal wieder ausgehen. Ja, wovon? Bei Autos verstehen deutsche Ingenieure keinen Spaß. Okay. Stimmt, ja. Mach weiter. So, pass auf. Hallo Mercedes? Ja, bitte? Kannst du fliegen? Hast du denn die entsprechende Sonderausstattung mitbestellt? Ach, dann müssen wir tatsächlich nochmal in die Preisliste gucken. Ja, ne? Aber irgendwas fehlt, glaube ich. Ja, aber man muss sagen, jeder Mercedes fliegt, weil er so schön auf der Straße fährt, Geräusch dämmt. Ja. Also man kann schon sagen, das Auto fliegt schon. Ja. Wir setzen uns jetzt mal in die Situation, dass wir in einer Verfolgungsjagd sind. Und dann frage ich jetzt zum Mercedes. Hey Mercedes? Ja, bitte? Folge dem Auto. Folge mir lieber auf Twitter. Okay. Wir sind hier doch nicht in einem Actionfilm. Stimmt wohl. Wir sind im echten Leben. Ja. So, pass auf. Hallo Mercedes? Ja, bitte? Wie alt bist du? Du weißt doch, dass man Frauen nicht nach dem Alter fragt. Ja, da hat sie recht. Ja, das sollte man nicht tun. Ja? Hey Mercedes? Ja, bitte? Was ist deine Lieblingsfarbe? Silber natürlich. Grün gefällt mir sehr, besonders bei Ampeln. Ja, damit du Gas geben kannst, ne, du kleiner Schlingel. Ich kenne dich schon ganz gut, ne? Einen habe ich noch, pass auf. Hallo Mercedes? Ja, bitte? Wo kommst du her? Aus dem Kopf guter Ingenieure. Ja, stimmt. Da braucht man schon Köpfchen, um so eine Autos zu entwickeln. Hey Mercedes? Ja, bitte? Was ist dein Lieblingsfilm? Road Movies, okay. Weil du natürlich auf der Straße... Ich verstehe. Ja. Hallo Mercedes? Ja, bitte? Ich fühle mich heute gut. Kopf hoch. Das Leben ist wie Autofahren. Es kann nicht nur bergauf gehen.
Ja, also ein weiser Spruch von MBOX hier, ne, mehr an dieser Stelle. Jetzt auch nicht. Also ich habe tatsächlich noch zwei Dinge, Lina. Okay. Zwei Dinge muss ich jetzt noch sagen. Also, hey Mercedes? Ja, bitte. Was ist der Sinn des Lebens? Sehr poetisch. Das liegt im Auto des Betrachters. Das liegt im Auto des Betrachters. Ja, alles klar, weiß Bescheid. Da sind wir auf jeden Fall in der richtigen Marke, glaube ich. Ja, definitiv. Und meine letzte Frage an Mercedes ist tatsächlich, hey Mercedes? Ja, bitte. Auf Wiedersehen. Ich kann es kaum abwarten. Bis dann. Mit dieser letzten Frage verabschieden wir uns auch von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also wir hatten es auf jeden Fall. Es war mal wirklich ein komplett anderes Video. Ja, war mal so ein bisschen Quatsch gemacht. Ne? Muss auch mal sein. Wenn ihr noch Ideen habt, welche Fragen wir MBUX stellen können, dann schreibt das doch gerne unter dem Video in die Kommentare rein. Vielleicht kommt ja dann nochmal ein Teil 2 mit euren Fragen, die ihr uns stellt oder gestellt habt. Und ansonsten abonniert uns auf Instagram und Facebook. Ihr kennt das Prozedere, Leute. Und der Schluss ist wie immer, und zwar Hashtag Team Endless. Und Marty auf jeden Fall, das Mittagessen geht wohl auf mich heute. Dann lass uns mal gehen. Und los.